Juhu, hallo Leute auf YouTube, ich bin gerade im Stream und zwar seit knapp aufgerundet 4 Stunden versuche ich mit Eve mal wieder das Blue Baby zu schaffen. Unzählige Male habe ich versagt, habe ich teilweise Pech gehabt, bis jetzt, denn jetzt hatte ich das unglaubliche Glück, die Hure zu sein, ein halbes Herz zu haben, die Nonne zu haben und das Book of Revelations zu haben, sodass wir dann bis zum Womp gar nicht sterben konnten, noch unglaublich viel Glück hatten, weil man ja immer am Automaten dann zweimal Spendencoach und Soulheart bekommen hat und so weiter und so fort und jetzt unglaublich viele Rüstungsherzen haben und hier unten beim Blue Baby Polymephoys bekommen haben, was dicke Tränen macht und noch den Quadra-Shot, sodass wir das Blue Baby jetzt auf jeden Fall besiegen werden. Also da besteht für mich eigentlich kein Zweifel dran. Das heißt, ich habe richtig Glück gehabt und bin unglaublich froh, endlich mit Eve diesen verdammten Scheiß Endboss, dieses Blue Baby, schaffen zu können. Auf geht es. Okay, Leute. Also jetzt hier erstmal in der Etage. Natürlich, wir machen jetzt ganz normal, werden wir Schaden machen. Wir werden öfter mal hier Schaden kriegen, können uns aber dann durch unser Schutzschild. Und das ist eben die OP-Kombi. Wir können uns durch unser Schutzschild einfach dahinstellen. Und wenn wir es jetzt nochmal kriegen, können wir eben nochmal immer das Schutzschild benutzen. Wir können, haben nochmal Herzen durch unser wunderschönes Book of Revelations natürlich. So, und damit ist nämlich Isaac auch schon weg. Zack, kriegen wir das nochmal. Isaac, sag ich. Souls appears in the basement. Und damit haben wir es geschafft. Der Blue Baby ist tot. Ja. Ja. Gewonnen. Ja, Leute. Und jetzt ganz, damit ihr nicht so eine kurze Aufnahme habt in 2 Minuten, wo nur irgendwie der Typ gekillt wird. Machen wir jetzt eben auch nochmal die anderen Räume hier. Der Run zählt auf jeden Fall als geschafft, auch wenn ich jetzt schon noch irgendwie sterben sollte. Wir machen die anderen Räume noch eben fertig. Und ja. Sehen wir das auch nochmal. Mein Gott, ich bin so froh. Damit habe ich mit jedem Charakter das Blue Baby. Ach du Scheiße, ja, das ist natürlich so ein Raum hier. Ich sag ja, den kann man, also ohne Fliegen jetzt hier, ist der echt scheiße. Habe ich mit jedem Charakter das Blue Baby geschafft. Das heißt, theoretisch sollten alle Items unlocked sein. Bis auf ein Item, auf das ich immer noch wirklich sehnsüchtig warte. Und zwar Left Hand. Ich habe immer noch kein Ultra Pride gehabt. Das fehlt mir noch. Ich glaube, das ist sogar das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, um ein Item zu unlocken, glaube ich. Und ja, aber das alles andere habe ich schon mal durch. Komm, mach mal Bombs auf Keys, tut sich eh nichts. Und ich bin unglaublich froh, dass ich das habe. Hier haben wir nochmal ein D6. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe jetzt, Leute. Ich habe wirklich heute schon meine übelsten Depressionen gehabt während des Streams. Es war wirklich schrecklich. Ich habe Aggressionen in mir verspürt, die ich sonst nur selten verspüre. Aber das war wirklich mit eines der schlimmsten Erlebnisse. Diese Runs mit dem unglaublich schlechten Eve, mit dem unglaublichen Eve, der dauernd Pech hat, der ein Emo ist, der sich ritzt, der einfach unglaublich ist. Jetzt kriegen wir sogar noch einen Gish dazu. Ah, und jetzt wird natürlich hier, also für alle, die das Let's Play verfolgen, wird noch nicht Ende sein. Ich habe ja noch ein paar Let's Play Folgen. Ach komm, den können wir jetzt auch so machen. Ich habe ja noch ein paar Let's Play Folgen im Petto und ich werde dann eben weitermachen und Random Charaktere spielen einfach. Wir machen eine Random Charaktere, machen noch ein bisschen. Uns fehlt ja auch noch Ultra Pride. Vielleicht finden wir den auch noch mal irgendwo. Eve ist weiblich, ja. Ich weiß, ich sage immer der oder so, aber komm, ist egal, ey, ob Eve weiblich ist oder nicht. Und für die Leute auf YouTube, die sich fragen, mit wem redet er da? Ich habe, wie gesagt. Gerade, warum sind die nicht mehr rot? Ach, ich bin keine Hure mehr. Ach so, ich habe was aufgesammelt. Oh, shit. Shit, shit, shit. Shit. So, komm her. Going to hell, going to hell, going to hell. Wow, 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 wow. Lust, super Lust. Ich werde dich zerstören. Ey, ich glaube, so viel Schaden, wie wir gerade mit Eve machen, ey, das macht man nur selten. Jetzt kriegen wir natürlich auch kein Schutzschild mehr durchs Polaroid.
Computer aus Just for Fun, was? Ja, wäre ja egal. Also der Run zählt ja als geschafft, sage ich mal, ne? Oh, aber ich will natürlich durch die Truhe gehen. Da gehen wir gleich auch durch, natürlich, wenn wir jetzt hier alles hinter uns haben. Gehen wir da auf jeden Fall durch die Truhe noch. Nehmen uns den Abspann nochmal mit. Und sind so froh, dass wir es endlich hinter uns haben. Eine der wirklich größten und blödesten Scheiß-Levels. Die Scheiß-Aufgaben, die es in Eise gibt. Allein das ist schon eine super Challenge wert für sich selber, finde ich. Der Blödsinn hier. Ja, ihr sagt die ganze Zeit, ich soll das nochmal rerollen, ne? Aber was soll ich das nochmal rerollen? Ist doch egal. Braucht man nicht nochmal rerollen, Leute. Boah, ich hätte Empress früher finden müssen. Boah, dann hätte ich bei Isaac richtig gerockt, Mann. Zack. Und was haben wir da noch? Lovers. So, mit vollen roten Herzen werden wir uns dann nochmal auf den Weg machen jetzt. Um in die Truhe zu gehen. Und da können wir nochmal einen Soul Heart abschauen. Ach, Leute. Jetzt kann ich beruhigt pennen gehen gleich. Ja. So, und Abspann! Mit einem wunderschönen Fuchtor. Isaac in der Corner, die Mutter mit ihrem Mann. Isaac alleine auf der Wiese. Isaac alleine vor der Truhe. Mutter mit Messer. Isaac mit Mutter vor Picassos Bild. The End. Way, 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 wow, wow. Wir gucken mal die Stats an. Hui, 168 Siegs über die Mom haben wir, 289 Tode, 167 Items. Ja, der Umbro sagte, man braucht, glaube ich, 200 Mom-Kills, dann kriegt man einen super Bildschirm vorne oder so. Den wollen wir natürlich auch haben. Und in der Collection, ihr seht, uns fehlt noch ein einziges Item in der Collection. Noch eins fehlt uns, Leute. Ja, und wenn wir dieses eine Item haben, dann würde ich... Sind hier die Trinkets eigentlich auch hierbei? Weiß ich gar nicht. Sind die Trinkets hierbei? Sieht nicht so aus, oder? Sind die Trinkets hierbei? Nee, sind die nicht. Ja, dann fehlt uns noch nicht mal die Left Hand als Trinket. Wird die gar nicht mitgezählt, oder was? Hairball. Was, der Hairball? Hä, wie kriege ich den denn? Mal kurz jetzt hier, wir beantworten das mal kurz, damit ihr das auch wisst. Umbro, wo kriege ich den denn her? Hab ich doch noch nicht alles gemacht. Was? Habe ich den... drei Guppy-Items. Willst du mir sagen, dass ich die drei Guppy-Items machen muss, um das jetzt da zu machen, oder was? Nein! Okay, Leute, unser nächstes Ziel wird sein, drei Katzen-Items zu holen. Scheiße! Okay, das wird unser nächstes Ziel sein. Und jo, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Ciao!